und weitergesprungen. In Risen 3. Dem Spiel mit ziemlich viel Wärme. Auch mir ist da recht warm. Obwohl, hier geht gerade die Sonne unter. Das wäre auch so ganz schön. So, wir sind auf jeden Fall schon wieder auf Kieler. Und ich weiß, ich sag nicht so richtig, was ich hier wollte. Außer, dass ich mal kurz in mein Büchli gucken kann, ob es hier noch eine... Es gibt im Dorf noch eine 110er Truhe und in der Mauerhöhle gibt es noch eine 80er. Ich glaube, die habe ich aber eigentlich sogar schon. Egal. Aber für sowas haben wir ja immer noch ein Quest-Tagebuch, in dem wir... Ach Quatsch. In dem wir mal nachgucken können, was es auf Kieler noch gibt. So, Fundort eines Schatzes. Und Silbertiller abgeben. Das geht nicht mehr, ne? Weil Colby nicht mehr handelt. Also, Colby nimmt das Zeug nicht mehr hin, ne? Ich... Genau, weil ich habe nämlich das eine Ding abgegeben, jetzt möchte das andere nicht mehr haben. Na gut, sei es drum. Okay, gut, die Quest kann ich leider nicht verwerfen. Geht nicht. Aber wir haben auf jeden Fall noch, legendäre Gegenstände, die auch noch auf Kieler sind. Kalador in einer Höhle Glas. Die Spinnenhöhle ist doch hier gleich in der Ecke, oder nicht? Das ist doch... Oh. Nee. Anscheinend gibt es da oben noch eine Spinnenhöhle. Na gut. In der Nähe eines eingeborenen Dorfes. Na gut, so viel gibt es hier wahrscheinlich. Ernsthaft? Kalador, am Oststrand von Kieler soll ich noch einen Stöbel ausschalten. Okay, der Oststrand ist jetzt aber echt mal. Ja, guck mal, bitte, der ist da. War ich da schon? Ich denke schon. So, hier, da gibt es aber auch keinen Teleport. Also müssen wir nochmal durch diese dumme Höhle hier rennen. Für uns erstmal diesen Gegenstand hier. Ich will ja nicht umsonst mich mit irgendwelchen Kraken mich duelliert haben. Ich hoffe übrigens, das passiert jetzt nicht andauernd. Und ich fürchte, dass es so sein wird. Dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich hier auf irgendwie in den See steche, dass ich entweder eine Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine Wahrscheinlichkeit habe, dann glaube ich, werde ich hardcore safe scum, ne? Also muss ich mal gucken, ob das immer passiert. Oder ob das einfach jetzt irgendwie jedes Mal, wenn ich schnell reise, ich eine Wahrscheinlichkeit habe. Weil dieses komische Kraken-Minispiel hat mich letztes Mal eine halbe Stunde gekostet. Nee, das waren 15 Minuten. Aber egal, es hat eine Viertelstunde gedauert. Und es hat mir absolut keinen Mehrwert gebracht. Es war nicht witzig, es hat keinen Spaß gemacht und es hat einfach nur Ewigkeiten lang gedauert. Das möchte ich auf jeden Fall nicht nochmal machen. War ich hier schon mal auf diesem Strand hier? Auf jeden Fall... Okay, anscheinend war ich hier noch nicht. Wie habe ich das denn verpasst hier? Hä? Achso, muss ich aber noch warten, bis diese Spinne aus dem Boden rausspringt. Boom, das ist doch nur eine Leiche. Naja, hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Das ist anscheinend eine Leiche, die ich nicht plündern kann. Was ist denn das hier noch? Das habe ich auch so ein bisschen gegessen. Hä? Hä? Okay, ich war hier offensichtlich schon, aber... Warum klippen hier die Leichen so komisch? Das sind keine Leichen, das sind die lebenden Viecher, ne? Okay, das macht mich ein bisschen fertig, wenn die hier so komisch halb im Boden rumschweben. Wahrscheinlich habe ich die noch nicht gelootet und dessen sind die hier, aber... Auf jeden Fall hier am Strand ist angeblich immer noch Zeug. Und zwar... Bin ich überhaupt richtig? Naja, natürlich nicht. Gut, dass wir nochmal auf die große Karte geguckt haben, bevor ich hier 3 Meter ins Nichts gelaufen bin. Wie komme ich denn hoch? Okay. Ah! Ich sehe die unsichtbare Wand von hier! Also die Wand ist... Das ist der Witz, das ist die unsichtbare Wand... Guck mal, seht ihr das da? Oh, ist das lächerlich. Die unsichtbare Wand ist nicht unsichtbar. Okay, wie kommen wir jetzt darüber? Oder kann ich auf die unsichtbare Wand springen? Ah, wie ich das hasse. Unsichtbare Wände. Okay, kommen wir hier irgendwie hoch? Oder muss ich da über diesen Spinnen... Wie komme ich denn da hin? Ja, nicht, weil ich einfach hier aus dem Ausgang rausrenne. Ich kann einfach auf der anderen Seite hochspringen, oder? Ach, nichts! Also, ich habe wirklich einen Weltklasse-Moment ausgedrückt, der gute Matten. Ich glaube, ich muss einfach nur hier hoch, oder? Ich muss gar nicht so übermäßig über die Berge springen, sondern einfach nur... Ja. Was ist das hier? Hier ist auf jeden Fall erstmal der Stößel. Kann ich mit dem Affen reden? Ja, anscheinend nicht. Mach ihn nieder! Ey! Das
Scheiße, warum gibt es denn schon Widerstand hier, ne? Aua! Du musst auch nicht ständig im Weg herumstehen. Aber das tut weh! Du bist offensichtlich kein guter Kämpfer. An deiner Stelle würde ich mir eine andere Beschäftigung suchen. Nein, ist schon gut. Ich schaff das schon. Wirst schon sehen. Bald werden wir die fette Beute teilen. Vor allem, wir werden die fette Beute teilen. Das macht ja auch schon ein bisschen betroffen, ne? Na gut, das war also der... Ich nehme an, er bringt mir... Der Schlüssel, ne? War das? Ich nehme an, er bringt mir Alchemie. Ja, natürlich bringt er Alchemie. So, der Sonnenkristall findet sich im Markt auf Terran. Da können wir noch nicht hin. Vielleicht, das, ja, das haben wir auch schon versucht. Wir spielen sie leeren. Piratenplage. Okay, gut, dann haben wir das. Der Schatz von Captain Finch. Den hatte ich ja eigentlich vor. Der ist aber auch da. Nun gut. Dann müsste ich jetzt aber trotzdem hier jetzt weiterkommen auf Kieler, oder? Weil ich muss doch mit den Leuten reden und dafür muss ich doch bestimmt das Ritual machen, ne? Dann kann ich doch bestimmt Shani irgendwann mal treffen. Wir erinnern uns, Shani, die, mögliche... Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hätte er nicht begleitet, aber man hätte sich anschließen können. Kamel wird... Er wird wachen, bis die Zeit gekommen ist. Natürlich wird er das. Aber sicher wirst du das tun. Wachen wird er. So, hier. Oh, sind die weitergekommen, die in das Ritual? Hier. Okay, gut, das geht dann schon immer noch. Hier. Kannst du... Medikus steigern, Fokusmeistern, Talismane herstellen lernen. Ich glaube, Talismane herstellen wäre auch so richtig Geldverschwendung. Da könnte ich wieder Geld rauskriegen, aber ich ahne irgendwie, dass ich das Geld dann nie wieder sehe. So, dann was ist denn jetzt eigentlich meine Hauptquest? Ich soll das große Tor öffnen, ne? Wir sind... Achso, oh, ich... Ach ja, so war das. Ah ja, könnte Baraka davon gesprochen haben. Baraka lässt mich durch. Sagt mir das nicht. Das würde ich was. Er meint, ohne das alte Wissen würde ich nicht würdig. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Aber Baraka meint, das alte Wissen selbst würdest du mir sagen, wenn ich es erstmal gefunden habe. Okay. Also ich muss nochmal nach Kalador zu Eldrick und das alte Wissen interpretieren. Den Reaktor habe ich doch schon angeschmissen, oder nicht? Ich habe da alle Steine schon eingesetzt, oder? Habe ich das bloß nie abgegeben? Ups. Alte Forschung, gestern ja Forschung. Ich soll bei seiner Forschung schon als Grimoire finden. Ja, das kann ich nicht mehr machen. Piratenallianz? So, abdringende Piraten. Morgens prägen wir genau das Richtige. Also, okay, morgen findet mich. Ich muss irgendwie schaffen, dass in der großen Stadt gegen die Schatten zum Einsatz. Eine starke Mann und den mächtigen Zauberer eingebaut auf meine Seite ziehen. Aber das kann ich doch gar nicht mehr machen. Warum habe ich die Quest noch? Ja, das habe ich ja auch gemacht. Okay, gut. Die Crew. Ach ja, Patty anheuern. Ja, das können wir noch machen. So, Horas, Ramos Ausbilder. Cisco unterwegs. Ne? Und Leonard auf Kieler soll. Ach ja, das. Ja, gut. Wir müssen also wieder komplett runter dann. Können erstmal hier nichts machen. Lustig, dass mein Auftraggeber mit dabei ist. Ich glaube, es ist tatsächlich echt am besten, wenn ich zum Schiff gehe. Saufkopf! Blödmann! Ah! Sei nicht so frech, sonst kommst du in die Suppe. Ah! Suppe! Ah! Jetzt versuche ich schon ein... Polly, lieber Vogel! Ah! Ja, schon besser. Besser! Ah! Langsam drehe ich durch. Was? Es fehlt jemand aus der Crew. Ach ja? Mendoza ist weg. Hm, ich weiß. Ich habe Mendoza seinen Seelensplitter wiedergegeben, sodass er verschwinden konnte. Ich schätze, den sehen wir nicht wieder. Sein Ernst? Warum? Du hast Mendoza seinen Seelensplitter wiedergegeben? Ja, tut mir leid. Warum zur Hölle? Ich hielt es für keine gute Idee, Mendoza weiter hier zu behalten. Du bist einfach nicht bösartig und hinterhältig genug für so jemanden an Bord. Er wäre uns nur in den Rücken gefallen. Warum tötet mich Mendoza nicht? Jetzt hätte er die Chance dazu. Vielleicht will er, dass du deine Mission zu Ende bringst. Du kämpfst für die Menschheit und somit eigentlich ja auch im Sinne seiner Ideale. Aber wer weiß das schon genau? Aha, komm mit. Klar. Ich habe nachgedacht. Ach was. Ja. Ich würde den Magiern zumindest so etwas wie einen Routenplan schicken, wo wir hinsegeln werden. Sein Ernst? Ich weiß nicht, ob ich will, dass die Magier alle unsere Schritte überwachen.
Nun gut, war ja nur so eine Idee. Ich hab nachgedacht, ah, der Widerstand, nee, dann machen wir das halt nicht, wenn das... Oh Mann, ey, das ist die Crew, hier ist ja auch der Wahnsinn. Schön, dass wir die Typen hier beim... Ach, das ist Horror. Ich kann mir dein Leid kaum vorstellen. Man gewöhnt sich dran, wenn es nur nicht schlimmer wird. Beachtlich, diese Stärke und Zuversicht. Wie machst du das? Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ich schätze, genau deswegen bin ich so gern in deiner Crew. Übrigens, mir war so, als hätte ich Sebastianos Schiff am Horizont gesehen. Ich fürchte, er jagt uns. Irgendwann wird er uns finden. Noch ist es nicht so weit. Wenn er es schafft, uns zu finden, werden wir bereit sein. Das ist die richtige Einstellung. Aha. Such dir wen anders zum Reden. Was ist das eigentlich für ein komischer Voodoo-Kauz, den du da rekrutiert hast? Du redest von Bones? Was zur Hölle hat dich geritten, ausgerechnet den mitzunehmen? Er hat mir mein Leben gerettet. Naja, was davon noch übrig ist. Naja, ist ja deine Sache. Hauptsache, der Wilde kommt mir nicht in die Quere. Das klingt ja super. Sadek? Großes Schiff. Sehr gut. Sadek hat die richtige Entscheidung getroffen. Freut mich zu hören. Du wirst aber jetzt nicht den ganzen Tag nur saufen, oder? Ono, Sadek wird sich nützlich machen. Sadek wird dir Tränke geben, die dich Dinge sehend machen, die kein anderer sieht. Hier, schau. Dieser Trank bewirkt den Blick der Schatten. Kein Schattenwesen wird sich damit vor dir verbergen können. Probiere ihn, wenn die Schatten drohen. Aha. Schnaps der Schatten erhalten. Ja, aber ich kann doch bereits Schatten-Dich-Dingsbums, dachte ich. Ach, siehst du, ich muss auf der irgendeiner Insel muss ich doch noch Quarz einsammeln. Ich sollte vielleicht beim Nutzbars gucken, das würde das Schnaps der Schatten. Habe ich ja noch 5 Stück von! Warnt dich vor Schattenwesen. Wow! Oder was ist das hier? Leiter? Es gibt doch ein Unterdeck! Oh! Gibt's hier unten noch irgendwas von Wert? Rum, Gold, Rock, schwerer Goldsack, Gold, Rock. Alter, darauf muss der aber kommen, dass das, das hier keine. Weißt du, sonst überall gibt's Treppen und Zeug und jetzt einmal. Oh, ja. Dass irgendjemand auffällt, dass hier der ganze Alkohol weg ist. Gold in Dreieck gelegt. Aber darf ein Abi sehen? Oh, ein Laboratorium. Ach, guck mal. Ach, hier stehen der ganze Scheiß rum. Okay, gut. Das darf das. Also. Ich bin kein Alchemist. Ja, bedauerlich, nicht wahr? Ja, gut. Das war aber klar, dass das Ding hier sowas hat, ne? Rum. Na ja, schön. Gut, dass wir das Unterdeck auch gefunden haben. Ich dachte schon, das gibt's nicht. So, haben wir noch einen NPC mit der Einheit? Ja, noch. Looky, looky, Captain. Gold. Hat der Crew in der Tasche. Du hast meine Crew bestohlen? Nix stehlen. Ist so ein garstiges Wort. Hast du das gemeint, als du sagtest, du würdest eine Bereicherung sein? Homie, nix böse. Ich kann besorgen noch mehr Gold von anderen. Nix mehr Crew. Hoffentlich. Captain wird stolz auf Jaffa sein. Jip, jip. Aha. Aber eigentlich bin ich übrigens nur kurz aufs Schiff eingegangen, weil ich dann mit dem Boot... Wo kommen die denn da unten ehrlich wieder her? Hab ich die mal übersehen? Na gut, ist mir jetzt auch egal. Eigentlich bin ich hier nur kurz aufs Schiff gegangen, weil ich dann nämlich hier bin und von hier aus kann ich dann... Das ist, glaube ich, der kürzeste Weg. Ich habe übrigens das Gefühl, ich habe irgendwie einen Schnellreisepunkt übersehen. Fällt übrigens jetzt auf, dass das Piratenschiff vorne so ein Dings dran hat. So ein... Das ist so ein Leucht... So ein Tiefseefisch. Was sollten die Piraten denn nicht überhaupt Tiefseefische kennen? Also, weil das Ding ist halt so Tiefseefische, die sehen doch, wenn sie an Land geschwemmt werden, also das kann ja durchaus passieren. Kann, oder? Dann sehen die auch bestimmt nicht mehr so aus, wie sie eigentlich vorher mal aussahen, weil ich kann mir vorstellen, dass die ja in der Tiefsee doch unter enormem Druck leben und wenn die hier nach oben geschwemmt werden, dann bloppen die doch bestimmt total auf. Und bleiben nicht mehr so in Form. Alter. 3 Stunden später. Ach, hier ist Patty. Grüß dich, Schwesterherz. Ich hab, angeheuert. Ich fahr jetzt zur See. Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Sehr gut. Dann werde ich ab jetzt mit dir segeln, Captain. Schwierige Lage. Aber wir haben es wieder einmal geschafft. Das mit dem Schiff hast du gut gemacht. Hast du mich gerade gelobt? Ja. Aber gewöhn dich nicht daran. Wird nicht so häufig vorkommen. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren?
Ja, bestimmt. Dann machen wir das doch mal eben nochmal. Zack. Ah ne, warte mal, bevor wir das tun, wir rennen mal kurz hier hoch. Jetzt hätte ich ja gerade für eine Sekunde beinahe vergessen, dass ich den Typen hier noch anklabern wollte. Oh je, je, je. Das wäre beinahe schief gegangen. Ist das denn jetzt hier, was passiert ist? Obwohl sie eine Weltveränderung hat, Rissen einfach nicht. Ja, natürlich ist er noch hier. Ja, grüß dich, Leonard. Faruko schickt mich. Ich soll dich nach Bergkristall fragen. Bergkristalle? Faruko? Ja klar, warte mal. Hier hast du alle 5 Bergkristalle, die ich finden konnte. Ich fand sie in einer dunklen Höhle tief im Berg hier auf Kila. Sie lagen in der Nähe einer kleinen Wasserquelle. Sehr gut, danke. Hast du... Hat jemand noch was, was wir verkaufen können? Irgendwie nur größtenteils den Scheiß, den ich ihn verkauft habe, ne? Na gut. Schön da noch. Juli, da haben wir das. So. Bei uns meinte ich so mit einer Kuh reden. Wo ist denn hier... Ach, Patty steht auch hier oben. Ist ja schön. Hab ich dir eigentlich mal gesagt, wie stolz ich auf dich bin? Bist du? Ja. Du bist ein guter Kerl, der sich um andere bemüht. Mach weiter so. Eine gute Seele wie du ist schwer zu finden in solch schwierigen Tagen. Ah ja, also sie würde wahrscheinlich gehen, wenn ich wenig Seelenpunkte hätte. Na ja, gut, also sie ist anscheinend der gute Begleiter. Na toll. Anmerkungen zur aktuellen Lage? Ich halte nicht so viel von den Wilden im Dschungel. Sie halten ihre Frauen wie Sklaven und machen auf großen Mann. Wenn ich so einen Kerl hätte, der würde mich kennenlernen. Halten sie? Ja gut, das ist mit der einen da, die dann in den Strand gegangen ist, das ist... Aber die... Also ich meine, die Wasserfrau, die sah da ziemlich unabhängig von allen anderen Leuten aus. Und die haben ihre Schamanen, also... Was ist das? Naja gut, gefallen? Was denn für ein Gefallen? Du kannst mir einen Gefallen tun. Klar, schieß los. Ich will gegen die Schatten kämpfen. Gut. Aber dazu fehlen mir noch an vielen Stellen die Mittel. Okay, und weiter? Naja... Ich hätte da so eine Idee, wie wir an Gold kommen könnten. Du kennst doch eine Menge krummer Hunde hier in der Südsee. Ach so, ich verstehe schon. Du willst mich an irgendwelche reichen Säcke verhökern, um deinen kleinen Krieg zu finanzieren. Was? Okay, ich muss das dann nehmen. Aber da habe ich das mal gespeichert? Ach komm, scheiß drauf, wenn Zielpunkte kriegst, das ist einfach wert. Stell dich nicht so an. Ist doch für eine gute Sache. Ha! Wenn das so ist, sind wir ab jetzt getrennte Leute, du Schwein. Schon gut. Wir finden einen anderen Weg, um an Gold zu kommen. Mistkerl. Ernsthaft? What? Das ist ja absolut bescheuert. Alter. Oh. Nur so als Idee. Piraten vergraben üblicherweise ihre Beute. Es gibt eine Menge Halsabschneider da draußen, die wissen, wo solche alten Schätze vergraben liegen. Wir müssen nur die richtigen Kerle dazu bringen, ihre Geheimnisse auszuplaudern. Ha. Ich soll mich also doch an irgendwelche Kerle ranmachen. Jetzt tu nicht so, als hättest du deine weiblichen Reize noch nie gewinnbringend eingesetzt. Ich könnte sie unter den Tisch saufen. Wie auch immer. Na schön. Ich mach's aber nur, wenn du mich begleitest. Alter! In Ordnung. Wen nehmen wir als erstes aufs Korn? Colby. Einer der Piraten auf Kila weiß etwas. Und er steht auf mich. Er war früher mal auf dem Kahn von Kapitän Degenkolb. Ich möchte wetten, dass ich ihn dazu bringen kann, etwas über den Verbleib von Degenkolbs Gold zu erzählen. Gut. Dann nichts wie hin. Vergiss aber nicht, mich mitzunehmen. Sonst wird er nicht reden. Hat Colby jetzt nicht eine neue? Es ist immer noch ein Wunder, dass sie nicht vorne überkippt, oder? Komm mit. Kein Problem. Ja, das macht mich ein bisschen betroffen, ne, die ganze Geschichte. Nö, ist auch egal. Mehr beim nächsten Mal.